hallo. Assalamu alaikum. Ich möchte gerne anders leben. So. Das, wovor ich so viel Angst hatte. Irgendwie geschafft im ersten Versuch. Ich hoffe, ich konnte meine schlechte Performance bei den Schwachsinnskämpfen gegen die Dingsbotter hier. Der hat irgendwie Pfotenabdrücke in seinem Mund. Irgendwie loswerden. So, der Kampf ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich den überhaupt nur mit Buster machen kann. Normalerweise, ich kann also eigentlich hier mit dem Hund hoch, aber normalerweise kommt hier irgendwie eine Faust. Oder? Hallo Faust? Also Dr. Faust? Wann kommt denn die Faust? Gar nicht? Okay, jetzt muss ich hier doch mit dem Hund hoch. Ja, tut mir leid. Also, wenn ich sage, oh, du musst jetzt das und das machen, damit die Faust kommt. Au! Dann tut's mir leid. So. Also keine Ahnung. Der echte Endboss, das war Dr. Wily? Okay, das. Okay, ich probiere jetzt mal aus. Ich weiß, glaube ich, dass ich ihn mit dem. Wie heißt es? Mit den Fäusten treffen kann am Kopf. Aber. Probier's einfach mal mit allem anderen. Hier, zeige ich mal die Waffen. Gemini Laser. Apropos Gemini Laser. Oh ne, das ist. Toto und Harry? Ne, ich weiß, dass das die Hardknuckles war. Oh Gott, könnten das Snakes gewesen sein? Snakes! Treffe ich ihn überhaupt nicht mit. Das lassen wir mal. Sparky. Ne, auch nicht. Shadow Shield. Nicht Shadow Shield, sondern Shadow Blade. Oh. Ja, nimm mal die einfach mal. Da geht's zwar auch mit den Hardknuckles. Mit denen ist es schneller und leichter und so weiter, aber was soll's. Die Hardknuckles kann man, glaube ich, sogar ein bisschen steuern. Diese Phase hier macht man, kann man mit dem Topspin in einer, in einen Angriff platt machen, aber Snakes gehen, glaube ich, auch. Ach ja, da kommt. Jetzt die Faust. Haha. Aber ich möchte ja die Herausforderung. Oh Gott. Die Herausforderung macht. Dr. Wily, stirb! Harr, harr, harr! Ja, leck mir den Hintern! Leck mir den Hintern! Tiefer rein! Tiefer rein! Oh. So. Ich hab's mir verdient. Ja, also der Kampf ist von der Schwierigkeit her leicht, sehr, sehr leicht. Das macht doch nicht mal viel Schaden, die Projektile. Nur dieser Müll halt. Wo ist Dr. Wily? Oh no, zu spät. Bist du blöd oder was? Es gibt zwei Klötze auf dem Boden und der macht natürlich einen kaputt. Oh, da ist ein Mega Man drunter. Wo könnte nur Dr. Wily sein? Mega Man, du hast das Bewusstsein wieder erlangt. Ich habe dich hier rumliegen gefunden, als ich angekommen bin. Ich war nämlich gerade einkaufen im Mediamarkt. Ich frage mich, wer dich hierher gebracht hat. Ich bin übrigens taub und höre das Dingsen hier nicht. Oh, doch, tue ich wohl. Ich habe ein Hörgerät gekauft. Dieses Pfeifen, es muss Protoman gewesen sein. Ich gehe ihn suchen. Ja, da. Hatte gedacht, ich krieg mehr Schwierigkeiten hiermit. Also die größte Herausforderung hier am Buster Only war definitiv die Dogbots. Und ich hätte gedacht, dass die Doktor, also der erste Kampf gegen Dr. Wily mit diesen zwei Phasen dieser Krabbenmaschine wesentlich, dass ich da definitiv Energietanks brauche. Boah, ich hab's früher mal versucht, den da zu besiegen. Natürlich dann auch mit Bonuswaffen. Apropos Bonuswaffen. Ist vielleicht ganz interessant, wenn ich mal ein bisschen was zu den Schwächen sage. Ja gut, sonst macht DK immer ganz kluge Komplimente. Kommentare. Komplimente macht er nicht. Unter die Videos. Also, Gamma jetzt zum Schluss. Erste Form. Hardknuckles, glaube ich, die einfachste Weise. Oder halt Shadow Blades. Und in der zweiten Phase muss man einfach nur einmal mit dem Topspin durch Dr. Wily durchdrehen. Ganz schnell. Dr. Wily Machine, erste Phase ist ja, man muss diese Kanone, die unten angebracht ist, zerstören. Ich glaube, ist empfindlichsten gegenüber die Schlangen. Also im Prinzip rutscht man dann einmal unter diese Krabbenbeine durch und spammt dann ganz schnell die Krabben, dann ist der 0,6 kaputt. Die andere Schwäche ist, glaube ich, Spark, die Sparkman Laser, sag ich jetzt mal. Was heißt Laser? Und Phase 2, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber man kann sich, glaube ich, wenn man unter ihm steht, mit den Shadow Blades hochwerfen und die dadurch treffen. Ansonsten habe ich keine Ahnung, gegen was der sonst empfindlich ist. Das Schnellste ist es, wenn man halt Rush Jet benutzt, hochfliegt auf seine Höhe und dann einfach nur. Da reichen auch die Projektile, die er abschießt, einen nicht.
Ja, Sparkman-Waffe ist an und für sich auch ganz cool, weil sie die normalen Standardgegner irgendwie einfrieren kann. Also irgendwie so, hier, statischer Schock. Spastischer Anfall. Ansonsten, der Yellow Devil-Verschnitt ist empfindlich gegenüber den Hardknuckles, das weiß ich zufällig. Diese komischen Schildkröten in diesem Wasserraum. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt sagen, könnte Shadowblade sein, weil das Ding in alle Richtungen abfeuerbar ist. Das würde Sinn machen. Was gab's sonst noch? Ja, die Mega Man-Klone. Keine Ahnung. Ich glaube, sind die nur empfindlich gegenüber den Megabuster? Ich meine, er reicht ja. Augenscheinlich aus. Keine Ahnung. Gab's sonst noch irgendwelche Bosse? Ja, Snake Man, wie gesagt, empfindlich gegenüber seiner eigenen Schlangen. Und Nadelkanone und Shadowblade. Wobei Nadelkanone ist, da verliert halt zwei Balken von. Gemini Man, Schlangen. Needle Man, Gemini Laser. Und im Grunde ist das so ein kleiner Kreis, wenn man dann mit der Nadelkanone eigentlich auf Snake Man losgeht. Aber mit der Nadelkanone kann man, glaube ich, auch Sparkman treffen. Oder zumindest für zwei Schaden. Es geht auf jeden Fall schneller als mit einem normalen Megabuster. So dass man darüber dann den Link zu den anderen, zu der größeren Runde, die mit Sparkman, sag ich mal, anfängt. Sparkman ist die Waffe gegen Magnet Man, Hardman, Topman und Topman, Shadowman. Und das Shadowblade ist auch dann die beste Waffe gegenüber Sparkman. Ja, du hast noch ein paar intelligente Worte zum Schluss gesagt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, wenn ihr Lust auf Mega Man 4 habt, mache ich gerne weiter, aber ab jetzt wird's einfacher. Behaupte ich mal. Von dem Teil hier habe ich mir die größten Sorgen gemacht, was das Buster-Uni-Spielen angeht. So, ja, wir sehen uns dann, also abgesehen vom Endboss, weil man ihn halt schlicht und ergreifend nicht mit dem Buster-Uni treffen kann. Ja, ich freue mich dann auf das nächste. Ich wünsche euch noch was. Ciao.